Hallo Leute, ich bin Ultimate Spinish und wir drehen heute die Musik voll auf, denn wir werfen heute einen Blick auf Banshee. Banshees Fähigkeiten nutzen Geräusche als Waffe und ermöglichen ihr sowohl ein unauffälliges Vorgehen als auch mächtige Angriffe. Leider kann sie nicht halb so gut einstecken, wie sie austeilen kann, weshalb wir uns fragen müssen, ob Banshee am Ende nicht doch nur Schall und Rauch ist. Banshees Blaupause und ihre Teile erhaltet ihr im Tenno-Labor eures Clan Dojos, nachdem ihr die entsprechende Forschung abgeschlossen habt. Alternativ bekommt ihr sie auch samt Slot und Reaktor im Markt für 225 Platin. Banshees erste Fähigkeit, Schallexplosion, wirft alle Feinde vor euch um und gibt euch damit eine schnelle Möglichkeit zur Massenkontrolle. Ihre zweite Fähigkeit, Sonar, markiert Feinde auf eurer Karte und erzeugt Schwachpunkte, an denen ihr deutlich mehr Schaden anrichten könnt. Wenn ihr die Fähigkeit mehrfach einsetzt, entstehen zusätzliche Schwachpunkte, die auch überlappen können. Beachtet aber, dass Sonar etwas Zeit benötigt, um sich voll auszubreiten. In dieser Zeit bringt es daher wenig, die Fähigkeit erneut einzusetzen. Ihre dritte Fähigkeit, Stille, betäubt kurzzeitig alle Feinde in Reichweite und stört ihr Gehör. Banshees vierte Fähigkeit, Schallbeben, macht Banshee bewegungsunfähig, schadet kontinuierlich allen Feinden in Reichweite und bringt sie ins Schwanken. Diese Fähigkeit kann sehr nützlich sein, sollte aber nicht verwendet werden, wenn ihr nicht von Teammitgliedern beschützt werdet. Banshees passive Fähigkeit macht alle ihre Waffen lautlos. Mein Bild besteht aus flüchtige Stärke, Fluss, Überdehnt, Vitalität, Kontinuität, Stromlinie, Resonanz und Umlenkung. Wenn ihr Resonanz nicht besitzt, könnt ihr die Mod durch Verstärken oder Ausdehnung ersetzen. Ich würde Banshee auf keinen Fall neuen Spielern empfehlen, da es recht schwierig ist, sie effektiv zu spielen. In einer koordinierten Gruppe kann sie aber sowohl direkt als auch indirekt enormen Schaden anrichten. Vielleicht mehr als jeder andere Warframe. Hinzu kommen einige gute Augmente, die ihre Fähigkeiten sinnvoll erweitern. Wenn ihr also eine Herausforderung sucht oder oft mit Freunden spielt, könnt und solltet ihr Banshee eurem Arsenal hinzufügen.